Okay. So, dürfte jetzt Aufnahme. Aufnahme läuft, ey. Ein wunderschönen guten Tag zusammen. Willkommen da draußen, ihr lustigen Gödels. Grüß euch für eine Runde Need for Speed World. Und dabei ist der Nerfy und sein Bruder, Toadchef. Moin, moin. Tag! Was? Wir haben vorhin eine Runde und haben auch mit Aufnahme irgendwie, hat aber nicht aufgenommen, keine Ahnung, irgendwie fehlt mir da, muss ich, ach so, ich weiß warum, okay, egal, habe ich nicht eingestellt, passt schon. Ja, ich würde sagen, Nerf ist vorhin unfair gefahren, vielleicht fährt er ja nicht, vielleicht fährt er jetzt fair, schauen wir mal. So. Nerfy RX8, Tonschiff fährt ein Mazda MX-5, jawohl, mit Breitbau. Aber natürlich. Aber natürlich, Digga, ey. Wir gehören breit. Hauptsache, die dürfen beide vor mir losfahren. Ich nehme gleich wieder den Lexus. Jetzt hast du mich aber gehört, du Arschloch. Nein. Doch. Nein, ich habe das Schild hinter mir gehört. Das hast du, also ich, ne? Also, ich höre so das Grinsen bei dir, wenn du gerade redest. Du hast dich mal annähert, ja, 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 genau. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Oh, das war aber zu schnell. Oh, der lenkt sich ja wie ein Traum. Da waren Bänke. Halt Mazda, lenkt sich wie ein Traum. Alter, wieso kommt der blöde Wagen nicht mehr um so um die Kurve, wie ich ihn sonst gedraschen habe? Das nennt sich Skill, da war ein Auto. Das ist irgendwie an mir vorbeigeflogen. Jetzt bin ich komplett auf Fußball. Hey Basti, weißt du, was traurig ist? Was? Mein MX-5 ist noch nicht fertig, ne? Der fährt jetzt schon schneller wie deine X8. Ja, da liegt es aber auch immer wieder eine Beschleunigung, ne? Der hat halt keine Höchstgeschwindigkeit, braucht der überhaupt nicht. Bei welchen Strecken? Da willst du ihn nämlich nicht für dieses Rennen nehmen, weil ja, der Dicke da vorne, der hat ja auch nur 7 km/h mehr. Ja. Auto, Schild. Oh, hier sind keine Bäume mehr. Ja, mal auf dich da vorne so zu konzentrieren. Mach ich doch gar nicht. Nee, deswegen redest du auch nicht. Das ist dein YouTube-Kanal, du musst mit den Leuten reden. Die müssen einfach nur genießen. Wenn du vorne wegfährst oder was? Ja, noch guten Abstand für dich. Wir müssen wenigstens auf den Sack. Du meinst wohl, dann gehe ich dir nicht auf den Sack. Das kannst du so sehen, wie du willst. Ja, du hast es genau so gedacht, hast es nur anders ausgedrückt. Ja, ja. Ah, da Mann, Mann. Konzentration. Ja, das ist manchmal sehr schwer. Ja, das stimmt. Wenn man mit meinem Bruder spielt, grundsätzlich und immer. Leckt mich doch alle. Heute kriegt er aber auch. Boy. Kommst du da hinten jetzt mal hinterher oder was ist mit dir? Ich bin dran. Wo? Oh. Echt mal, ich sehe nichts im Rückspiegel. Ah ja, lass ihn mal. Alles nur gut. Der geht schon besser um die Kurven wie der Lexus auf jeden Fall. Aber wenn er da gleich noch ein bisschen was dran macht, naja. Von der Höchstgeschwindigkeit bin ich trotzdem noch besser als ihr beide, was wahrscheinlich daran liegt, dass das Auto so klein ist. Kleines Auto gleich leichtes Auto. Leichtes Auto gleich Potenzial nach oben. Naja. Nicht bei den Fußgeschwallen. Musst du schon mal wenigstens auf Höchstgeschwindigkeit gehen. Sagt der eine, der ein Delta Integrale fährt, was auch ein kleines Auto ist. Was aber auch ein geiles Auto ist. Ja. Oder der andere, der ein Golf MK2. Ist das 2 oder 1? 1. Nee, Golf also GTI MK1, ja. Ja, was MK1. Auch ein kleines Auto.
damals im Clan Fang gespielt haben. Oh. Da haben die immer richtig Probleme gehabt, mich zu kriegen. Obwohl ich das schlechteste Auto gefahren bin. Aber das kleine Scheißding ist so wendig. Kommt einfach um jede Kurve rum, ohne zu bremsen. Das kenne ich von dem A1 Clubsport. Der ist genauso schlimm. Und das Ding hat auch noch Allrad. Jetzt kommen bestimmt die Hater-Kommentare, aber ich bin kein Fan von Audi. Das sind schöne Autos, würde ich mir aber trotzdem nicht kaufen. Ja, die sind in dem Spiel nicht so gut untergebracht worden. Wo sind das denn schöne Autos? Außer der alte Audi, der geht. Als schöne B-Klasse oder A-Klasse. Der geht gut ab. Audi sehen alle gleich aus, genau wie Porsche. Ich mag Audi ehrlich gesagt schon. Das Problem, was ich nur mit Audi habe, ist einfach, dass du alleine für diese vier Ringe schon mal ein Drittel des Preises bezahlen musst. Meinst du, das wäre bei Mercedes anders? Nee, aber Mercedes ist auf jeden Fall Qualität. Oh, so früh ist es gerade hell geworden. Ja, schlagartig. Hat alles nicht angemacht. Meinst du, Sebastian, warum ich viel Wert auf hochwertige Autos lege, wo man nicht so viel für die Marke drauflegen muss? Oder auf was du da Geld bekommst. Ja, Toyota ist zum Beispiel so ein Fall. Deswegen fährst du auch Mercedes. Einen alten, ja, weil die Dinger nicht kaputt gehen. Da kriegst du aber auch noch das, was du bezahlst. Die rosten dir nur unterm Arsch weg. Aber die Motoren kriegst du nicht kaputt. Das ist nämlich der Grund, warum ich einen hab. Weil die ganzen Reisschüsseln, Gott, sag ich jetzt mal. Kurve. Toyota, Mazda, Nissan, Honda, hast du nicht gesehen. Die ganzen Reisschüsseln sind eigentlich ziemlich gute Autos. Du bezahlst relativ wenig für die Dinger und hast für den Preis halt was Angemessenes. Ja, aber sind trotzdem gute Autos. Die Japaner machen gute Autos. Sieht man ja Leila in Tokio drückt in dem Film. Ja, der GTR ist ja schon ein ziemlich gutes Auto. Wenn ich mir so bei Autoscout oder sowas angucke, Schleichwerbung, also was da alles an Mazda und Nissan verkauft wird, was die teilweise runter haben, kriegst du für 3000 Euro Mazda 6 mit knapp 300.000 auf die Uhr als Diesel, das ist eine reichliche Laufleistung. Also Autoscout, falls ihr das seht, der Virus, der sucht immer noch Partnerschaft. Das ist aber eine andere Seite, du Könel. Was sucht er immer noch? Ich hab's nicht verstanden. Partnerschaft. Achso. Hat nur leider keinen Führerschein. Oh Mann, der war flach, ey. Ja, auf abgesperrtes Gelände kannst du mit Schimmern auf den Test fahren. Aber mit der Erlaubnis auch bei uns auf dem Firmengelände. Mir ist leicht, wenn er im Ziel ist, hat er direkt erstmal großes Maul. Das finde ich in Ordnung. Wenn man den einmal fahren lässt. Naja, kennen wir alle schon. Hast du eigentlich keine B-Klasse, Sebastian? Eine B-Klasse? Ja. Hat er doch vorhin gesagt, nein. Kann nicht. So was kann er sich nicht leisten. Er fährt zu wenig, dass er Geld verdienen würde damit und... Oh, ich hab 800.000. Ich muss nur noch nicht aufgeben. Naja, auf dem Auto, das etwas teurer ist, Alter. Ja, auf deinen Jaguar. Mhm. Vielleicht hast du ja Glück. So wie ich letztens, so Christi
goldene Karte beim Rennende. Die Mille. Ja. Kannst du mal Nerfy fragen, der hat auf mir zugeguckt, wie oft ich was gekriegt habe. Also 45.000 kriegt er fast jedes Rennen. Sebastian, die 300.000 hat Basti auch schon gezogen. Ja. Aber die Mille bin ich glaube ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich glaube, ich bin der Einzige, bis jetzt, der die Mille gezogen hat von uns rein. Ja. Ja, ich hab ein Händchen für sowas. Dann geht ja online auch bestimmt schon dreimal 1,5 Millionen aus dem Automaten gezogen. Ja, oh, das ist cool, man. Ja, ist doch gut, Markus, aber Glück muss der Mensch haben. Ich habe aber nur im Videospielen Glück, im echten Leben nö, warum? Das kenne ich, da können wir uns die Hand geben. Nee, ja genau, du hast im echten Leben kein Glück. Nee. Außer jetzt nur eine Schnapsflasche dahingestellt und kommt für 126 Euro. Wer, ich? Nee, der Dicke. Achso. Irgendwann, wenn der Dicke mal Vater wird, dann trinken wir die. Es sind so viele Flaschen übrig. Seid ihr noch nicht im Ziel? Oh, ihr seid aber gleich da. Er ist im Ziel. Ja. Und ich hab noch 12% zu fahren. Was ist denn falsch mit dir? 10 Minuten 44, da geht doch, Digga. Wenn ich da hinterherkomme, muss ich, glaube ich, den BMW rausholen, sonst wird das nichts. M3 Sport Evolution? Nee, M3 E46 GTR. M3 E46 GTR. ist das geil, ey. So, ja. Also, in dem Sinne, dass wir bestimmt auch gleich ein Ziel geschafft haben, die Aufnahme... Ich bin dabei. Für die Aufnahme ist erstmal Stopp und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Also macht's gut. Tschüssi. Ciao.